So Leute, jetzt sind wir wieder zu Let's Play Pokémon. Letztes Mal. Naja, ich wünsche euch erstmal gutes neues Jahr, ne? Wir haben ja jetzt 2010. Und ja, kommen wir wieder zurück. Also, ich weiß jetzt wieder weiter. Wären wir, keine Ahnung, in welchem Part das war, lieber mal hier in die Bücherei gegangen. Und nach ganz oben, weil, na komm, hallo, warum läufst du, achso, Steuerung ging gerade nicht, ja und hier sind auch schon der Professor und alle anderen da, wo halt dazugehören, und jetzt teilt der Professor ein, wer wohin soll, an welchen See. Also der, keine Ahnung, Perl, glaube ich, muss zum Stärkefeuer. Ich muss zum See der Kühnheit oder so. Und die anderen See der Wahrheit oder sowas. Naja, ist ja egal. Ja. Ja, 13. See der Wahrheit, Perl, See der Stärke und ich, See der Kühnheit. Jo. Ja, See der Kühnheit. Der befindet sich bei Weideburg. Und jetzt wackelt das ganze Gebäude. Und dann gehen wir jetzt mal. Ja. Okay. Dann gehen wir jetzt zum See der Kühnheit. Fliegen wir. Achso. Ja. Hey Leute. An der See der Kühnheit soll es eine Riesenexplosion gegeben haben. Ja. Da muss ich hin. See der Kühnheit. Okay, nach, komm. Ist gut. Okay, dann tauschen wir erstmal Pokémon. Dann komm. Ah ja, ich habe ein little bit trainiert. Bisschen trainiert. Panferno Level 50. Und ja. Oh, ach ja, aber da. Ja, da lang. Fahr da rein. Und weiter. Fahr. Lalala. Und da rein. Da lang. Hoch. Na komm. Der Kühnheit ist, wow, fast vorbeigeschlittert. Hier, See der Kühnheit. Und hier gibt es auch ein paar Kämpfe, glaube ich. Nein, jetzt kriege ich den nochmal an. Ist gut. Okay, los, dahin und kacke. Und erste Kampf gegen ein, keine Ahnung, was weiß ich, Galaktikrüpel. Oder ist das ein Mädchen oder ein Junge? Mädchen, okay. Mit einem Charmian, keine Ahnung,
das ausgesprochen wird. Auf jeden Fall ist er tot. Die Bunge wird gleich hinterher geschickt. Noch mit Tempohieb. Dann was? Wie kann der das überleben? Tempohieb und tot. Leichtes Spiel. Ja, wir haben ein Lucario. Und das leveln wir hoch. Sehr hoch. Und Roselia hat sich auch weiterentwickelt zu Roserade. Ja, okay, besser gesagt, ich habe ihnen einen Funkelstein gegeben. Oder, warte mal. Ja, Funkel oder irgend so ein Stein. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, was für ein Stein es jetzt nochmal war. Oder Leuchtstein, glaube ich. Leuchtstein. Ja. Und dann hat sich zu Roserade entwickelt. Aber das seht ihr, glaube ich, schon im letzten Part, glaube ich. Dass es sich entwickelt hat. Ja. Ich glaube schon im letzten Part. Jetzt machen wir einen Nahkampf, dass es ein bisschen schneller geht. So, tot. Lucario ist mittlerweile schon auf 34. Also wir haben es ja aus einem Ei bekommen von der Tussi aus der Höhle, aus der Eiseninsel. Ja, und jetzt haben wir es halt schon auf Lucario gelevelt. Und ja. Dann passt alles. Ist alles gut. Tempohieb ist nicht. Ah, doch, ist tot. Oh, Volltreffer. Sehe ich gern. Und Level 35, Lucario. Ach, Pudox, kein Problem. Ah, mit Flammenrad drauf und tot. Papinella, na. Geben auch noch. Einmal mit Flammenrad drauf und tot. Und tot. Und der Rüpel ist besiegt. Dann gehen wir jetzt, warte mal, wir gehen. Ja, wir gehen rein. Zu dem, wie heißt er nochmal? Wer heißt der nochmal? Jupiter. Nee, warte mal. Mars? Kann das sein, Mars? Oh, kämpfen. Mars, glaube ich, heißt der, oder? Na, Saturn. Meine ich doch. Ich hau mal mit Flammenwurf drauf. Ist, glaube ich, tot. Du müsste tot sein. Gut. Okay. Toxiquack. Geh mal mit Nahkampf drauf. Würde ich vorschlagen. Nahkampf, Toxiquack und müsste tot sein. Was? Ich bin 13 Level höher und es stirbt nicht. 13 Level. What the? Noch mit Nahkampf drauf, dann ist er tot. Huh, Engelgeschicht. Ist mir egal, ob meine Verteidigung jetzt erstmal sinkt. Bronzel wird leicht. Einmal mit Flammenwurf. Oder Flammenrad oder irgendwas den gleichen. Müsste tot sein. Jo. So ist es. Und der Kampf gegen Commander Saturn ist auch geschafft. Ja. Wetten? Ja, Mars sollte, keine Ahnung, in welchem See sein. So, wir heilen uns aber erstmal. Oder besser gesagt, Medizin. Wir brauchen einen Hypertrank für unser Panferno. Und so der Topfit. Gut. Jetzt müssen wir zur See der. Wie heißt der nochmal? See der. Wahrheit. Fliegen. Ach komm. Alle habe ich kein Gefühl. Gut. In Zweiblattdorf. Fliegen wir erstmal hin. Und da müssen wir jetzt. Da hoch. Ach, scheiße.
hoch, 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 dann müssen wir wieder da lang. Da hoch, da hoch, da hoch und da rein. Dann ist hier Professor Eibel. Und ja, wir müssen jetzt Lucia helfen. Ja. Wir müssen ihr einfach helfen. Und das wird eigentlich keine schwere Aufgabe werden, sie zu wieder zu bekommen. Jo. Aber an dieser Stelle sage ich mal ciao und bis zum nächsten Mal.